Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Animal Crossing New Horizons. Da gab es da jetzt ein neues Update. Wir gucken uns das heute mal an. Am 5.11. kam das, glaube ich, raus. Und ja, ich bin wieder spät dran und so, aber ich hatte wirklich gar keinen Turn, irgendwie was für YouTube aufzunehmen. Das ist jetzt mein erstes Video nach der Pause wieder. Bin gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele neue Sachen bei Animal Crossing. Und vielleicht sagt Melinda ja auch schon was dazu. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Sonntag und schon ganz schön spät. Und wie Dizzy eben schon meinte, gab es ein Update. Denn ab sofort können Verordnungen auf Dizzy Mania eingeführt werden. Der Erlass solcher Regeln setzt ein gutes Gespür für das Allgemeinwohl voraus. Und da Dizzy der einzige Mitverstand auf dieser Insel ist, gebührt ihm die Verantwortung dafür. Ja! So, und das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Genau, das waren nur ein paar Sachen von den ganzen neuen Sachen, die es jetzt gibt. Ich möchte die heute mehr oder weniger alle mal ausprobieren zumindest. Zumindest mal angucken, was es da so gab. Ich habe extra eine Liste gemacht. Mal gucken, ob ich die so abarbeiten kann. Ja, meine Haare sind komisch. Oh, was habe ich für einen coolen Kimono an? Wo gab's den denn noch? Ach, wegen Feuerwerk, nicht wahr? So, überdecke ich irgendwas mit meinem komischen Wölfchen hier? Nee, ne? Ist alles cool. Also die Zeit überdecke ich. Es ist 19.30 Uhr, falls euch das interessiert. Ich habe ein Bubble Tea in der Hand. Wie cool ist das denn? Stimmt, da können wir schon die erste Sache ausprobieren, die es jetzt neu gibt. Ich habe die Steuerung absolut gar nicht mehr drauf. Wie komme ich in dieses komische Menü rein? Ach du Scheiße. Hallo Ottokar, deinen Namen kenne ich wenigstens noch. Hier ist richtig die Party. Dann gehen wir halt erstmal zu dem netten Nook. Hier ist nix, okay. Hier sehen wir auch schon eine Neuerung. Hier haben wir nämlich ein kleines Radio und da kann man, glaube ich, Yoga machen. Machen wir vielleicht auch noch. Vielleicht schon gleich, um ein bisschen wach zu werden. Ich habe eben noch geschlafen, deswegen bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen schlaftrunken. Und du hast mir Post geschrieben. Ja, ich lese meine Post leider nicht, sorry. Und soweit ich weiß, kann da auch noch das Haus verändern, nicht wahr? Aber wir gucken jetzt erstmal an diesen schönen Autobahnen, ob es hier vielleicht irgendwelche coolen Sachen gibt. Wir haben ja genug Noob-Meilen, um uns alles Mögliche leisten zu können. Kamera Pro-App, genau. Fügt die Modi-Handkamera, genau, das ist diese Kamera, die ich haben wollte. Und Stativkamera zur Kamera zu. Das finde ich richtig, richtig cool, weil damit kann man dann so kleine Kurzfilme in Animal Crossing viel, viel einfacher drehen, als es noch in der Vergangenheit war. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall ein bisschen künstlerisch aktiv werden. Jojo. Juhu, ich habe eine Kamera Pro-App und die hat mich nur 1500 Meilen gekostet. Eigentlich relativ teuer, ne? Aber kann man mal machen, was gibt's sonst noch? Insel-Handbuch-Service. Okay, was soll das sein? Installiert die App Inselhandbuch. Erhalte täglich Tipps zu Beginn deiner Aktivitäten. Ah. Okay, dann gibt's noch Bastelanleitungen für Essen und Getränke. Das ist nämlich auch neu. Dann eine Deko-Profi-Lizenz. Oh Gott, das wird ja richtig teuer. Anbringen von Kontrasttapeten sowie die Installation von Deckenelementen. Oh, Deckenelemente sind auch richtig cool. Also, dass dann so Lampen von oben runter baumeln und so. Und diese Dekoration oder Anbringung von Kontrasttapeten ist, dass man nur eine Tapete mit einer Farbe macht und die anderen Tapetenteile, die anderen drei, bleiben dann halt so, wie sie sind. Zäune verzaubern, ABC. Damit kann man wahrscheinlich seine Zäune umgestalten, genau. Dann noch mehr neue Emotionen. Okay. Aber auch 3300 Meilen, ne? Wow. Hier neue Frisuren. Und ich glaube, es gab eine Spendenbox. Ui. Interessant, ob man da vielleicht auch irgendwas machen kann. Dann gibt es so ein komisches Dixie-Klo. Nee, ist ein Lagerschrank, ist gar kein Dixie-Klo. 6000 Meilen, oh mein Gott, ist das teuer. Und der ist hübsch. Ein Buchsbaumkegel, okay. Hydrant gab es, glaube ich, auch vorher schon. Stahlmülleimer kann man sich jetzt neu kaufen. Ich glaube, diese Straßenlaterne ist auch noch neu. Und dieses Blumenbeet. Alter, richtig viele neue Sachen. Eine Ampel einfach, okay. Wild, die ist auch neu. Noch so ein Buchsbaum. Alter, richtig coole Sachen. Kirmesbank, Partylichtertor, ein Kirmes. Man kann jetzt eine richtig gute Kirmes bauen, sagst du? Kirmesuhr. Alter, ein Parkspringbrunnen. Ey, es gibt so wilde Sachen. Azumaya-Pavillon, what the fuck? Und ganz viel Kirmeskram. Guck mal, wie viel Kirmeskram es hier gibt. Okay, also wir gehen hier nur einmal. Ja, das war's aber, glaube ich. Von den krassen Sachen. Boah, okay, ich kann mir das nicht mal alles leisten. Die haben so viel reingebracht, dass meine 84.000 Noob-Meilen nicht mehr auslangen würden. Das ist richtig wild. Ich dachte, ich würde meine Meilen nie wieder los, aber anscheinend doch. Okay, also wir haben jetzt 84.600. Ich kaufe es mir ein bisschen und dann gucken wir mal, wie viel ich am Ende noch habe. Alright, das muss erstmal lang auf 65.000 runter. Ist schon wild. Okay, so, dann gehen wir noch einmal zu Nook. Denn man kann jetzt das Aussehen seines Hauses einfach verändern. Also alles Mögliche. Nicht nur, dass das Dach irgendwie anders aussieht, sondern wirklich alles Mögliche. Hier, ein ganz anderer Baustil einfach kannst du reinpacken. Oder so eine komische Bauernhütte kannst du dir machen. Ich werde wahrscheinlich sowas machen, so ein bisschen asiatisch, weil ich ja auch auf meinen komischen Berg da drauf bin. Man kann das in allen möglichen Farben machen. Sogar mit diesen komischen Fischen, mit diesen Drachenfischen. Also ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem neuen Haus, weil ich dieses Design vielleicht doch mehr mag.
Aber da meine Insel ja so ein bisschen japanisch angehaucht ist, müsste mein Haus auch japanisch sein. Deswegen. Ach, guck mal, kannst du sogar gucken, wie es bei Nacht aussieht. Okay. Ja, so machen wir's. Let's go. Dann sieht das ab morgen so aus, mein Haus. Schön, schön. Und sogar kostenlos. Der Nook haut mal kostenlos was raus. So, zu Melinda müssen wir natürlich auch gehen. Weil da kann man ja jetzt diese Verordnungen machen. Wenn ich weiß, was Verordnungen sind, das gab's auch schon in früheren Teilen. Warte, kostet das Geld? Warum werden mir meine Sternis angezeigt? 20.000 Sternis kostet das? Hä, warum? Okay, Nook ist jetzt der Liebe und schenkt ein was und Melinda sagt den ganzen Sternis ein oder was? Alles klar, egal. Machen wir trotzdem. Weil Verordnungen sind toll. Sauberheitsverordnung. Ist das dann, dass die Bewohner auch Unkraut und so jeden? Das wäre richtig cool. Frühaufsteherverordnung ist überhaupt gar nichts für mich. Da würden die Bewohner dann früher aufstehen. Nachteulenverordnung schon eher. Da würden die halt später aufstehen und dann auch länger wach sein. Ist ganz cool. Das wird auf jeden Fall besser zu mir passen. Hochpreisverordnung. Gar keine Ahnung, was das ist. Züchte ich mir dann reiche Leute hier in meiner Stadt an oder was? Ich glaube, wir gehen mal auf Sauberkeitsverordnung, weil ich gar keine Lust habe, dieses ganze Unkraut immer... Genau, Unkraut, Blumen gießen und Müll aufsammeln. Da helfen die dann bei. Ach, das ist ja cool. Aber wenn sie uns sowieso sagt, was die Sachen machen, dann können wir auch einmal gucken, was Hochpreisverordnung ist. Durch diese Verordnung versteuern sich alle Waren, doch bei einem Verkauf erhältst du auch mehr Sternis. Ach, verteuern, nicht versteuern. Versteuern wäre richtig cool. Wenn ich als König dieser Insel irgendwie immer ein Zehntel davon bekomme von allem, was hier gekauft wird von meinen Bewohnern. Okay, also es wird alles teurer, aber wenn man Sachen verkauft, dann kriegt man auch mehr Sternis. Cool, nee, dann nehmen wir den Sauberkeitsverordnung, weil Unkraut ist echt nervig, vor allem, wenn man einfach monatelang nicht im Spiel drin war. 20.000 Sternis, ja, das ist es mir wert. Früher musste man noch auf so Internetseiten gehen für Animal Crossing und da dann andere Leute anheuern. Also echte Leute, dass die dann bei dir Unkraut jäten und für alle 99 Unkraut, die gejätet haben, haben die dann so 1000 Sternis oder so bekommen. Das war auch richtig witzig früher. Ach ja, Erinnerung, Erinnerung. So, okay, dann sind wir erstmal im Rathaus durch. Ich glaube, das wird eine lange Folge heute. Na, Odoka, hast du jetzt einen Putzfimmel, nicht wahr? Oh, Dizzy, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ich hatte extra einen Happen für dich aufbewahrt, aber irgendwann bin ich dann eingenickt, Dusselchen. Egal, ich werde einfach einen neuen besorgen und den essen wir dann zusammen, ja? Gut, wir gucken uns mal ganz kurz an, was ich denn so für neue, tolle Sachen bekommen habe. Geil, ey. Jetzt haben wir eine POV-Sicht. Also eine Point-of-View-Sicht. So wie mein Charakter das hier sehen würde. Oh mein Gott, man kann das so um 90 Grad drehen, oder was? Okay, das ist wild. Ich glaube, damit kann man richtig coole Sachen machen jetzt. Ohne Witz. Okay, aber ich kann mich irgendwie nicht drehen. Das ist ein bisschen dumm. Also ich kann nach oben und unten gucken und nach links und rechts gehen, aber ich kann mich selber nicht drehen, wenn ich das richtig sehe. Aber wir können mal in die Stativkamera reingehen. Und uns dann hier vorne hinstellen. Wie cool ist das denn? Ottokar, komm mal her! Ottokar! Also ich glaube, damit kann man halt wirklich richtig kreative Sachen machen. So, habt ihr das auch gesehen? Hier gibt's Yoga. Wollen wir jetzt schon Yoga machen? Ja komm, wir machen jetzt einmal Yoga, dann sind auch alle Leute hier. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Gruppengymnastik am Abend. Warum nicht? Oh ja, Gymnastik. So wie ich das verstanden habe, geht das auch mit den Joy-Cons. Ich spiele jetzt mit dem Pro-Controller. Ich glaube, ich möchte das tatsächlich mit den Joy-Cons machen. Ich werde einmal kurz die Controller abändern. So, okay, Joy-Cons sind an. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich möchte mit Bewegung. Bewegungssteuerung. Wie bei Mario Kart immer. Ich spiele mit Bewegungssteuerung. Okay, let's go, let's go, let's go. Habe ich nicht dran. Ist das wichtig? Habe ich nicht. Egal, ich schmeiß schon nicht meinen Bildschirm kaputt. Alle sitzen da, guck doch mal. Bewegt euch mit Elan. So, okay. Joy-Con-Steuerung. Was muss ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Hebe beide Arme, um dich zu strecken. Oh, ja, nach oben. Und schön mit den Beinen mitmachen. Und wieder nach oben. Oh, ich bin nicht im Takt. Ding. Das ist ja richtig witzig. Und wieder nach oben. Ja, guck mal, ich habe voll Spaß. Lass beide Arme vorwärts und rückwärts kreisen. Ja, funktioniert gut. Also er kennt auf jeden Fall das genau dann, wenn ich das auch mache. Ich bin jetzt nicht so ganz im Rhythmus. Oh, beuge ich nach links und beuge dich nach rechts. Links. Oh mein Gott, das ist richtig witzig. Rechts. Oh, meine Figur hat voll Spaß. Und nach unten und die andere Richtung nach unten. Ich bin überhaupt nicht... nach unten. Und wieder nach unten. Ich bin nicht im Rhythmus. Ich habe ein sehr schlechtes Rhythmusgefühl. Was muss ich denn jetzt machen? Wow. Wir machen eine Sonne. Oh mein Gott, das ist richtig witzig. Oh, spring. Und die Arme dazu. Beide Typen vom Airpod waren da.
Ottokar, dann den Typen aus dem Museum. Katharina war auch da. Und das war schön. Kann man auch jeden Morgen mal machen, um wach zu werden, tatsächlich. Aber das fand ich sehr, sehr schön. Cool, 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 cool. I like. So, was gibt's noch Neues? Die eine Sache, auf die natürlich jeder gewartet habe, dann können wir eigentlich das hier auch mal abreißen, ne? Jetzt habe ich schon gespoilert, aber ihr wisst es sowieso schon. Es gibt ja jetzt einen Kaffee. Ein richtiges Kaffee mit Kofi. Bin ich auch sehr gespannt. Nein, das ist noch nicht da, das Kaffee. Das müsste, glaube ich, hier sein. Aber man muss, glaube ich, erstmal Eugene sagen, dass er das auch bauen darf. Oh je, ich habe gar nicht bemerkt, dass sie da sind, Dizzy. Ich war gerade ganz in Gedanken verschlungen. Wegen einer Angelegenheit. Wissen Sie, wir wollen nämlich etwas bauen. Nämlich ein Café. Kofi hat uns kontaktiert. Er hat sehr viel Erfahrung als Kaffee-Geschäftsführer. Nun möchte ich von Ihnen, dass Sie bitte Kofi für mich suchen. Dies ist ein Foto von Kofi. Suchen Sie in Dizzymania. Sie schaffen das ganz gewiss. Viel Glück, Dizzy. Oh cool, wir haben sogar ein Bild von dem bekommen. Das dürfen wir auch locker behalten. Der Kofi. Okay, also wir können leider noch keinen Kaffee trinken. Das wird wahrscheinlich auch heute dann noch nicht fertiggestellt, sondern erst morgen. Man kennt es ja aus Animal Crossing. Das Bild gucken wir uns natürlich trotzdem mal an. Wie sieht der denn überhaupt aus, den wir hier suchen? Ah, das ist Kofi. Okay, ja, kenne ich aus anderen Animal Crossing Spielen. Lieber die Taube auf dem Dach als einen kalten Kaffee in der Hand. Hohoho. Ach stimmt, das ist eine Taube. Funny. Okay, Eugene hat eben gemeint, der Captain wüsste da was. Guck mal, man wird hier einfach richtig krass hin und her geschickt, damit man alle neuen Sachen kennenlernt. Der Captain ist ja irgendwie bei dem Steg. Es gibt ja zwei Stege. Vielleicht weiß ich nicht, ob das ja der richtige Steg ist, aber... Oh. Es gibt auch nicht zwei Stege, es gibt nur einen Steg. Komme ich da drauf, dass es zwei Stege gibt? So, auf jeden Fall gibt es beim Steg, genau, nämlich den Captain. Er ist auch neu. Guck mal, wie er chillt. Oh Gott, ich möchte ein Bild mit Captain haben. Oh, Captain, mein Captain. Lassen Sie uns... Oh, cool. Ja, das sind gute Bilder. Okay, das gefällt mir. So, hallo, Captain. Haben Sie Kofi gesehen? Hä, wen haben denn da? Dein Gesicht habe ich auf dieser Ernährung noch nie gesehen. Ich bin der Captain und du bist Dizzy. Ja. Ey, das ist ja mal ein seetüchtiger Name, mein Junge. Ich schippe die Leute auf Ausflüge zu den kleinen Inseln hier in der Nähe. Kostet nur ein paar Meilen. Vielleicht findest du ja auf einer Insel sogar den richtigen Schnatz, Mion. Und nur mein Boot kann ich hinbringen. Jarson. Okay, let's go. Ich habe genug Meilen. Arr, bereit für einen Ausflug. 1000 Meilen. Warte, wie viele Meilen hat es gekostet, um auf so eine Meileninsel zu kommen? Waren das 200 oder waren das 2000? Es waren nur 200, ne? Oder 500? Auf jeden Fall weniger. Egal. Ankerlichten. Arr, stechen wir gleich in See. Komm an Bord. Nice. Also früher hat der einen ja zu so einer Spieleinsel geschickt. Ob die hier dann auch so ist, das I don't know. Ich bin mal kurz ruhig. Was war das mit der Beinprothese? What the fuck? Oh, ich find's so schön, dass er immer noch seine Lieder singt. So wie damals. Ja, da wären wir. Guck mal, ich bin so ein richtiger Tourist einfach mit meinem Bubble Tea und wie ich hier gekleidet bin. Oh Mann, da muss ich auch irgendwas ganz Komisches denken. Da hinten ist Kofi. Leute, da ist Kofi. Aber uns wurde ja gesagt, es gibt jetzt Gyroids und das finde ich auch richtig, richtig cool. Wer Gyroids nicht kennt, das sind so... Ja, was sind das denn für Wesen? Das sind so... Das da. Genau, das da. Aber das ist nur ein Fragment. Die machen auf jeden Fall Geräusche, wenn man sie hinlegt. Aber erstmal, hallo Kofi. Schön, Sie kennenzulernen. Was machen Sie hier auf dieser komischen Insel? Bist du auch hier, um nach Gyroiden zu suchen? Das ist völlig richtig. Aber sag mal, kennst du einen Typen namens Kofi? Ob ich ihn kenne? Du stehst direkt vor ihm. Womit kann ich denn helfen? Eugene schickt mich. Er hat mir ein Bild von dir gegeben, damit ich dir nachstalke. Bitte richte ihm das in meinem Namen aus. Ach, noch etwas. Hier,
Dieses Geroidenfragment habe ich gefunden. Pflanz es doch mal ein und wässer es ein bisschen. Am nächsten Tag könnte damit ja etwas passieren. Geroiden wachsen nach dem Einpflanzen sehr schnell. Also, bis zum nächsten Mal. Nein, Kofi, du musst mitkommen. Ich möchte, dass du auf meiner Insel einen Kaffee eröffnest, weil das Kaffee, das wir momentan haben, ist, naja, sagen wir mal, schlecht besucht. Oh, hat er gerade schon gesagt. Wir mögen uns wiedersehen auf meiner Insel. Ja, cool. Dann, Kofi, wir sehen uns. I love you. Warte, mit Kofi brauche ich natürlich auch ein Bild. Perfekt. Okay, danke für das Foto. Oh, er war gerade richtig nah an der Kamera dran. Egal. So, wir haben unser Foto. Dann können wir hier wieder weggehen. Kofi wird dann wahrscheinlich ab morgen auch auf der Insel sein. Oh, das wird ab morgen richtig cool, Leute. Richtig, richtig cool. Captain, my Captain. Wir können wieder auf meine Insel zurück. Ahoi, Landratte. Wieder nach Dizzymania, hä? Noch ein Lied? Let's go. Wenn er träumt, dass er ein Fisch ist und dann aufwacht, dann fühlt er sich wie ein Fisch. Hallo, ich habe Kofi gefunden. Er kann jetzt seinen Kaffee hier eröffnen, wenn Sie das denn zusagen, weil Sie sind ja hier der Chef und ich. Oh, ich freue mich aufs Kaffee. Aber warum denn erst übermorgen und nicht morgen? Morgen ist das Museum zu und übermorgen ist das Kaffee dann erst da. Ottokar, wir kriegen einen Kaffee. Da können wir das zusammen Kaffee trinken. Vielleicht hat er auch Bubble Tea. Das wird ganz toll, Ottokar. Kannst dich schon mal auf die Zukunft freuen. So, was gab's denn noch Neues? Wir können mal in den Shop gucken. Vielleicht gab's da eine Shop-Erweiterung. Ich vermute fast nicht. Aber mit ein bisschen Glück? Ja, doch. Es sollte ja nicht auch noch irgendwas anderes Neues sein? So ein Automat sollte hier sein, oder? So ein Geldautomat, aber ist leider nicht hier. Okay. Ja, nee, sieht drin ganz genau wie immer aus, aber... Hey, ist das so ein Leidostock? Ein Samurai... Naja, der Samurai-Schwert? Aber kein echtes, ne? Das ist so ein Holzschwert. 90.000! Ja, ich habe Interesse. Aber ich kann es mir leider nicht leisten. 90.000, aber das ist ja richtig cool. Okay, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich komme gleich nochmal wieder. Gab es hier nicht auch irgendwas Neues? Sexuelle Belästigungs, Panda, Schirm. Basisrezepte für Sternis, die holen wir uns schon mal. Was? Es gibt jetzt hier eine Anleitung für die Falle? Dann ist mein Video ja voll unnötig geworden mit der Falle. Man kann das hier inzwischen einfach kaufen. Okay. Aber es gab trotzdem... Genau, damit kannst du eine Leiter an eine Klippe anbringen und die ist dann permanent da. Das ist ganz cool. Da muss man nicht immer seine Leiter rausholen. Und man kann seine Stadt damit sogar so ein bisschen verschönern. Gut, gut, gut. Dann war schon mal ein paar neue Sachen. Der Gnip. Bis dann Nip. Und natürlich auch Schlepp. Also herzhafte Sachen. Man kann Mehl herstellen, Vollkornmehl, Zucker, Rohrzucker. Das sind ja erstmal nur so Basissachen. Und daraus kann man dann wahrscheinlich bessere Rezepte machen. Hä, die sehen sogar richtig gut aus. Tomatencurry. Gnocchi di Patate. Kräuterseebarsch. Endlich mal was, wofür die Seebärsche gut sind. Der Wahnsinn, da kann man ganz viele Kräuterseebärsche machen mit Unkraut und Seebarsch. Einfach beide Sachen, die man in Animal Crossing so gar nicht haben will. Lol, sehr, sehr cool. Und wahrscheinlich kann man auch noch sehr, sehr viel mehr Rezepte bekommen von seinen Bewohnern etc. Okay, folgendes. Wir werden einmal die Gyroids eingraben, in der Hoffnung, dass sie dann morgen fertig werden. Also wir brauchen 1, 2 Löcher. Und dann müssen die da erstmal rein, weil man kriegt ja anscheinend nur noch diese Fragmente. Die sind noch nicht von Anfang an voll, wie das damals bei Animal Crossing immer war. Aber auch richtig komisch, dass sie nach über einem Jahr die Gyroids erst reinbringen, ne? Das war ja eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal von Animal Crossing. Ich habe keine Gieß... Doch, Gießkanne. So, Gießkanne, dann einmal beide gießen. Ansonsten wäre daneben auch eine Gießkanne gewesen, alles easy. So, und wenn wir die dann morgen ausgraben, sollten die hoffentlich fertig sein. Cool. So, dann brauchen wir ein bisschen Geld, damit ich das Samurai-Schwert mir holen kann. Das mache ich aber später. Und eine krasse Neuerung gibt es nämlich auch noch. Die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und dafür
müssen wir einmal zum Flughafen. Flughäfchen. Wir wollen nämlich einmal zu der Insel von Harve oder Harvey. Wie hieß der nochmal? Harvey, genau. Harveys Insel. Die war ja in der Vergangenheit ultra lame. Also klar, da fand dieses komische Hochzeitsevent statt, was ich bis heute noch kein einziges Mal gespielt habe, by the way. Und sonst konnte man dann halt nicht viel machen, da war halt dieses Foto-Studio-Kram. Aber jetzt haben die, meiner Meinung nach, die krasseste Neuerung ever in dieses Spiel eingeführt. Was ist... damals, glaube ich, bei der Wii-Version von Animal Crossing so richtig gegeben hat. Denn die Insel ist einfach größer geworden. Früher war hier einfach abgesperrt, aber das hier ist jetzt einfach alles neu. Und das ist dieser komische Pudel, der auch aus der Wii-Version ist. Wie hieß denn das aus der Wii-Version? Oder gab es das schon bei New Leaf? Diesen komischen Pudel. Der Pudel hatte früher auf jeden Fall einen Friseursalon. Und jetzt ist er anscheinend zum Hippie geworden. Warum nicht? Oh, die Musik, ne? Da hinten sehen wir auch einen Gyroid. Harveys Insel ist damit um 8000% geiler geworden, ohne Witz. Aber ihr wisst doch gar nicht, um was es geht, ne? Aber sagt er wahrscheinlich gleich: Hey, hast du meine kleine Botschaft bekommen? Nein, ich lese keine Post. Klar, hast du das, als wärst du ja nicht hier. Das hier wird das Herzstück unserer neuen Gemeinschaft sein. Da steckt mein Herzblut drin. Och, aber ich hatte ganz viel Hilfe von allerlei netten Leutchen. Die gute Trude hier zum Beispiel. Ich und Trude, ne? Wir kennen uns schon ewig. Schon seit den 70ern, als wir zusammen mal durchgepafft haben. Das kleine Trudchen da. Was war das denn für eine Zeit? Hä? Aber nur du darfst mich so nennen, Harve, kapiert. Wäre ja noch schöner. Oh, entschuldige, mein Bester, aber für dich bitte Trude, ja? Trudchen darf mich nur der Harve nennen. Tja, so sieht's nämlich aus. Das ist meine Schnecke. Ach, wo war ich? Ich möchte hier eine Kommune aufbauen, aber dafür brauche ich ein paar Spenden. Wäre sehr cool, wenn du helfen könntest. Klar, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. So, und zwar, hier hinten sieht es noch ziemlich, ziemlich karg aus. Aber die Gyroids sehen einfach genauso aus wie Harvey, witzig. Bei jedem dieser Gyroid-Punkte hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 Gyroid-Punkte. Kann man etwas hinbauen? Jetzt ist das hier alles noch so ein bisschen westernmäßig. Ich weiß gar nicht, ob das schon vordefiniert ist, was man da hinbaut. Aber hier entsteht einfach so eine richtig geile Ladenmeile mit der Zeit. Das wird wahrscheinlich ultra viel kosten. Pflanzenexperte. Okay, ist schon vorgegeben. 100.000 Sternis. So wie es jetzt immer war, dass die Leute auf deinen Rathausplatz gekommen sind, so können die hier halt feste Orte bekommen, wo die dann immer sind. Ehepaar mit Talent fürs Aufmöbeln von Möbeln. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Eventuell sind das die beiden aus dem Animal Crossing Handyspiel. Da gab es doch solche, oder? Wo man immer hin musste, die haben dann in ihrem Wohnmobil, glaube ich, gelebt und haben dann Sachen für einen gebastelt. Veteran, der dir Zugang zu deinem Lager verschafft. Hä, okay. Auf jeden Fall kann man hier dann mit der Zeit coole Sachen hinbauen. Ich habe leider gar kein Geld gerade dabei. Harve, hast du vielleicht einen Geldautomaten auf deiner Insel? Du bist zwar noch irgendwie im letzten Jahrtausend, aber kann ja sein, dass du trotzdem einen hast. Ach Mann. Ja, ich brauche richtig viel Geld. Okay, warte, wir brauchen Geld. Ganz viel Geld. Sache ist, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Vielleicht habe ich gar nicht genug Geld. Oh Gott, hoffentlich habe ich wenigstens 1 Million. Das wär schon nett. Ich habe ein bisschen Angst. 3 Millionen. Okay, das sollte lang. Wie viel kann man denn so mitnehmen? Maximaler Betrag 1,5 Millionen. Wie viele waren das eben? 6, 7? 7 Plätze? Dann brauchen wir also nur so... 800.000? Ich glaube, da geht jetzt relativ viel drauf. Weil ich muss mir natürlich jetzt erstmal dieses komische Samurai-Schwert kaufen. Da sind schon mal 90.000 Sternis weg. Das lohnt sich aber auf jeden Fall. Dann muss ich mein Haus auch noch vergrößern. Also das Lager da, das kostet ja wahrscheinlich auch noch mal ein paar Hunderttausend. Dann werde ich noch ein paar Hunderttausend hier auf Harveys Insel los. Und man kann jetzt auch mehr Aufhänger und Brücken bauen insgesamt. Und die kosten ja, glaube ich, auch mal so 200.000, ne? Also ich habe nicht mehr so viel Geld. Wofür spende ich? Ich habe nicht aufgepasst. Aber ja klar, nimm meine 100.000. Bald ist Eröffnung. So, dann werde ich die ganzen Gyroids hier jetzt einmal voll spenden. Ich hoffe, die werden nicht teurer. Dass der erste 100.000 ist, der nächste dann 200.000 und so. Keine Spenden. Ach, man kann nur ein Haus pro Tag bauen. Oh, schade. Ich dachte, dann kann ich einfach morgen hinkommen und dann ist alles fertig. Das wäre richtig cool. Sad. Okay, also einer pro Tag. Das heißt, das dauert hier mindestens eine Woche, ja? Gut, aber dann haben wir schon mal den Grundstein gelegt, dass Harveys Insel hier richtig cool wird. Ich habe jetzt leider nicht aufgepasst, was genau hier hinkommt, aber das ist bestimmt was richtig, richtig Tolles. Gut, dann müssen wir... Wahrscheinlich gucke ich dann übermorgen rein, weil dann haben wir das Kaffee, dann haben wir hier auf Harveys Insel die erste Sache. Ich werde morgen auch nochmal hier einen Teil kaufen, aber übermorgen werde ich dann das nächste Video aufnehmen.
Und dann gucken wir, was es da für neue Sachen gibt. Ich habe jetzt auf jeden Fall mit diesem Update wieder viel mehr Lust auf Animal Crossing. Hoffe, ihr auch. Und dann wäre es das aber mit dieser Folge. Hoffe, es hat euch gefallen und dass in Zukunft dann auch wieder mehr Animal Crossing kommt. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Nee, das ist mir nicht cool genug, warte. Ja komm, warum nicht? Tschüss.